Hallo, hallo, hallo. Oh. Wieso? Wieso denn? Ich glaube, das ist echt der Start von dem. Ist ja auch schon. Ja, jetzt spielen wir einmal eine kurze Runde. Bis um circa 18 Uhr. Und dann fahre ich Pizza essen. Was voll geil ist. Und ich habe gestern ein paar Sachen gesehen. Bei Money, die echt nicht feierlich sind. Also, Wasser. Nice. Noch mehr Wasser. Noch nicer. In Autoklicker. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Und? Okay, jetzt weiß ich, warum das Probleme verursacht hat. Ich glaube, ich sollte den mal nur auf 100 stellen. Tülü. Ist das kacke. Oh, warte. Da können wir den hier eigentlich mal eben fix abbauen. Es liegen hier viel zu viele rum. Ich glaube, ich muss mal ein paar Truhen bauen. Ja, das war ja mal hinten und vorne nicht die Idee. Kacke. Das waren eindeutig zu viele. Das Denk, oh mein Gott. Kupala. Das waren doch ein wenig zu viele. So. Das hält sich an Grenzen, oder? Ja. Okay, gut. Mm-hmm.
das ist schon ganz schön was jetzt zusammengekommen. Oh, nice. So. So. Okay, das dürfte ja eigentlich funktionieren. Oh, es fehlt noch einer. Den wollte ich nämlich bauen. Dann machen wir anders so. So. Genau wegen den Quests. Nice. Efficiency. Noch besser. Wow. Leder. Schön. So. Food und Farming. Ja, das haben wir abgeschlossen und das. Schön. Und hier oben Bounty Board. Ja. Das können wir. Megatorch, denk raus. Oh Gott, was habe ich getan? Okay, so Slime ist
Okay. Witchwater. Und hier ist dann einfach Dust. In einem Barrel mit Water. Dann kriegen wir... Okay. So, aber gab's nicht auch ein... Ich dachte, es gab auch ein... Ah, Mechanical 7. Alter, braucht das viel. So. Das hier ist Flaxseed. Was macht das? Okay, nice. Könnte ich ein Heavy Gravel hier durchpumpen? Nee. Aber ich könnte es so durchpumpen. Okay. Okay. Dann stopfen wir das hier rein, da rein. Jetzt nämlich ein paar Sachen machen. Oh. Hab ich keine Saplings mehr? Oh Gott sei Dank, ich hab welche. So, wie kriege ich das jetzt broken? Mining Level. Brauchte der dann hier? Granite hat auch funktioniert. Okay, dann testen wir das mit Granite. Und wir brauchen einen Stick. Funktioniert das, wenn ich dem hier... Nee, okay. Aber das müsste doch funktionieren, wenn ich der Box einfach... Oh, hier haben wir nochmal. Hier haben wir ja noch Cobblestone. Okay, das behalten wir erstmal. Okay, so, reparieren. So, ich wollte ein paar...
So, ich wollte ein paar. Oh. Katsching. Habe ich ein Level up bekommen oder was? Ja. So. Dass ich ein bisschen mehr Wasser bekomme. Mal kicken, was das bringt. So, und jetzt wollten wir Sifs bauen. Oh, noch eins. So, und was brauchen wir für ein Flint Mesh? Okay. Testen wir mal. Okay, das funktioniert. Okay, wir können also Gravel placen, das abbauen und kriegen. Okay, super. Dann. Hier sieht das gut aus. Müssen wir noch 7 Stück herstellen. Au. Passt. Flaxseeds. Nice. Die können wir wirklich gebrauchen. So. Ich glaube, ich gehe aber mal eben schlafen. Oh, ich kann nicht schlafen gehen. Okay, dann eben was snacken. Okay. So. Dann holen wir uns noch mehr Flint. Fehlen jetzt noch 16.
glaube ich, 6. Okay. Ach cool, also haben wir jetzt die ganzen, die können wir dann jetzt hier reinhauen. So, und was brauchen wir denn? X. So, dann testen wir das doch. Oh. Das Geräusch mag ich. Oha. Schlafen. So. Das sieht gut aus. So. Einen lassen wir uns über. Oh, wir haben noch ein paar mehr. Also. Sand. Dust. Also wir haben hier Sand. Ja. Die beiden lassen wir über. Die hier können wir noch verbraten, würde ich sagen. So, aber da ist so die viel wichtigere Frage. Wie viel Iron Ore brauchen wir denn? Und was kriegen wir denn hier raus? Flux-Kompaktor.
Okay, man kann das dann auch noch crushen, okay. So. Hier. Das hier noch irgendwie. Kann ich hier noch irgendwas mitmachen? Okay, man kann es hier in die Crushing Wheels schmeißen. Okay, Mechanism, Standard Bee Flowering, kenne ich, Productive Bees. Und man kann es in den Mercerator schmeißen. Das heißt. Wir kriegen erstmal 6 Iron. Wir haben einen Diamanten erhalten. Nice. Unser nächster Schritt ist eh nicht Iron oder sowas, sondern erstmal ein Koppelgen. Dass wir den freischalten. Dafür brauchen wir Lava. Tja. Nice. So. Okay, was wollte ich denn jetzt machen? So. Also Dust. Okay, Clay. Okay, dann machen wir jetzt. Das hier. Okay, das funktioniert nicht. Okay, das so. Hello? It's... No, it's the second day, but yesterday I'm... I only played for... Oh, bro. For 1 hour? I think? Do you also play? Oh.
okay. That's next task for me. I'm... Oh god. Looking for... bone meal, and I want to create clay for the porcelain, I think maybe it's called that. Random pottery shard. Yeah. So, Clay. Und dann müssen wir hier den Brief. Oh. Das ist easy. So you played also. Do you think the not at the moment. Oh. But I want to. So I think this combination with shift and it grows, and you can right click with the tilt button, and then you can grow and right click, grow, right click, grow. I think that's a lot of broken, or it's very broken. So it's, yep, and around, yeah, so it took literally 30 seconds. It's, I think that's the first thing they are patching. So. Hier was Besonderes. Cutting Board. Okay, könnte ein Cutting Board. Okay, so. Hergestellt. Oh, Toast. No, I think they are putting it down. You must. The radius is a lot smaller, so you can grow near it, but not from here. Yeah, well, something like that. So, I think maybe yeah.
Iron Nuggets. So. Sources placed underneath can use to torch to start even so slow for some sort of cobblestone. So, was brauchen wir für den denn? Bucket. Was Koppel? Nochmal Bucket. Okay, das ist ja easy going. So, dann. Eisen? Oh. Zwölf. Können wir damit irgendwas machen? Nee. Oh, Kacke. Pickaxe. Okay, dann. Jetzt will man eben ein. So, I think bad for me. Yeah. I think so too, but I installed auto-clicker for maybe around 10 seconds, and if you shift and click the auto-clicker, it's very broken, and oh, I have the auto clicker on. So I have an auto clicker with around 100 clicks per second, but you can touch this button and it's unlimited. I can. One moment, I'm cleaning the inventory. So, if you click unlimited and do the same thing, you got a full inventory for around maybe 1 second. That's very shitty. So you got a lot of stone pebbles. In around 1 second. Yeah, it's very broken, so I just use it twice, and I'm only using it for around on the 100 mark. It's okay, because that's okay for a second, but if you can right click maybe faster, and it's I don't, maybe I set it on 50, so I don't like to kill the right click with my finger and do this for around 2 hours, and yeah, you can attach and you can upgrade the ziv or the mesh with flintstone. How do you call it? With flint.
You can upgrade the Ziff. Nee, the Mesh. And it's... Oh. Moment. So you can get better mesh and you can also get more out of it. So the chance for iron with the string mesh are 10% and with the flint it's 12. It's a lot. But if you got iron, you got 14, and with netherite, you got 17. It's not a lot, but you can also enchant these, and you get more. Yeah, I found out with it maybe 10 minutes ago. So. So is this here or? Here. The bot pack creator sort of a auto clicker. But so where was it? Here I find it. I got the information button and you can read it here and enchant it with fortune and efficiency. So for the future, you can get a lot of materials from Ziffing. Especially with a flux ziffer, yeah, the auto ziffer. Magic? Oh, okay. And you can also upgrade it, or you can get upgrades. X. So. And do you know you can compact your cobblestone and use the compressed stone hammer on them? And with the tilt button you can hammer every... Ah, okay, nice. Oh yeah, maybe around 7 years ago with Minecraft version 1.07 or 07, you can't do that. You need place every single block and hammer it. That was nice. Yeah, the wind.
Oh. Oh. We can build the diamond wand. No. Maybe the iron. Diamonds. Nice. So, what do I want to do? No. Oh. Yesterday I did cheat in ATM to this guy because. To get this window from here to here, you need to craft one probe, and I doesn't like that, so I give me the one probe and changed it. What the hell? So. Something. Oops. Oh, nice. Just a moment ago, I got the affiliates status. Okay, so. Was wollte ich tun? Ach, Iron. Mit einer Torch. Ah ne, Campfire können wir nehmen. Okay. So, dann machen wir jetzt erstmal das Wichtigste. Gestern gar nicht mehr so lange gespielt. Guten Tag erstmal. Und
Wie weit bist du gekommen? Gestern oder heute oder... War ja so klar. Du ballerst da wieder richtig rein, ne? Ja, aber ich muss sagen, auch wenn wir mittlerweile dieses Jahr zum dritten Mal Minecraft ATM, also das hier müsste jetzt das dritte Mal Minecraft ATM sein. Ach, das fühlt sich wieder schön neu an. Und macht wieder richtig, richtig Laune. Das ist richtig cool. Oh. Genau, die habe ich jetzt gerade gebaut, weil ich endlich genügend Eimer hatte. Iron, nicht Eimer. Iron. Oh, nice. So. Ja doch, Infinity Lava habe ich. Dann können wir hier den hier bauen. Cobblestone Gen 1 und 2. Ah, den dritten. Ja. So, mal eben eine Frage, ne? Kriegst du eigentlich jedes Mal einen Eimer wieder zurück, die beiden Eimer zurück oder werden die verbraten? Das kriegt man aus Crush Deep Slate. Da wissen wir, was wir jetzt machen. Ich glaube, ich mache die alle jetzt mal hier ein bisschen Schrott. Blackstone Pebble. Jetzt mal hier alle Sondersteine. Nice. Das ist richtig cool. Mm.
den hier auch noch fertigstellen. So. Also, du kriegst beide einmal zurück. Do you know what we use to break couple again? It's a couple for days one? I think with a pickaxe? Maybe? Oder Zuschauer, weißt du, wie man den abbauen kann? Zeit kann zu Gravel verarbeitet werden. No tool, but I never need other tools than a pickaxe in other versions. So I think you can use the pickaxe. Können wir nichts anfangen. Cobblestone wissen wir, dass das Gravel gibt. Copper Deep Slate.
Crush Deep Slate. Schön. Blackstone. Crushed Blackstone. Diorite. Oder Diorite. Dann gucken wir mal, was wir hier rausbekommen. Auch Gravel. Okay. Und Granit. Gravel. Okay, dann ich will jetzt mal Crush Black Ore. Yep. I can understand that. It's... You don't want to lose progress, I think. I got the Twitch information. What's that? Mein Twitch. Onboarding. Oh Gott. Steuerinterview? Okay, das lassen wir erstmal. Vielleicht kann ich die Bettrate erhöhen. Boys. So. Jetzt muss ich mir einen Steuerberater suchen. Wieso kriege ich Blackstone Pebbles, wenn ich Blackstone crushe? Und ich kriege Netherite. Schön. Oh Gott. So. Light Energistics habe ich hier Kopf freigeschaltet. Sonst noch nichts. Getting Star 2. The Summoning Altar. Ah. Artillery Confusion. Ein Endcake. So. Habe ich überhaupt noch? Ich habe noch Kompression. Ich sollte noch mal eine Doppelchess bauen. So. Jetzt nehmen wir Crush Deep Slate.
Da ist ganz schön viel rausgekommen. Zuschauer, hast du denn deine Sifs schon geupgradet oder sind wir so gesehen auf demselben Stand? So 9x9 und dann mal gucken. Und Deep Slate. Ah, okay. Dann sind wir auf demselben Stand. Und was ich noch gucken wollte, war, ob es hier irgendwo einen Vakuumhopper oder sowas gibt. Und die andere Idee war, ob man nicht direkt auf... Ah, nee, du brauchst Iron... damit du direkt rein upgraden kannst, glaube ich. So. Absorption Hopper. Ja, den wollte ich bauen, aber dafür brauchst du ja ein Eye of Ender. Vakuum-Chest. Pulsating Crystal. Pulsating Alloy. Alloy Smelter. Enderperl. Okay. H-A-D. Yeah. So. For. We need a spawn platform. So, it's coming later. Hier sind 16. Also 4x9 sind 36. No, I'm an idiot. I forgot that. Oh. It's... So. I can smelt copper. I can smelt copper to get... Oh. Oh. Thank you for the tip. It's shameful for me.
Oh. So, I want to get the Kappa Hammer. Durability 64. Are you kidding me? Nah. I hate rain. Yeah, but I need more iron, so I think I got first the copper one and then the iron one. Den hier. Damit ich die Erze zu Pulver verarbeiten kann. That's a very good idea. Okay, so we're gonna make the bronze one. Iron chunks. So. Also. Fünf Eisen weg. Ah. Okay. Nice. Mm-hmm.
Gunpowder. Was würde ich denn jetzt machen? So. Hat gepasst. Oh, wir gehen mal schlafen. So. Ha, ich glaube, damit können wir schon fast richtig, richtig gut aufsteigen, oder? Was hast du im Ver... Oh. Nice. Oh, ein Regenbogen. Ach, verdammt, wir haben ein Glas nicht. Oh, Pickaxe Level Iron. Hä?
6. Wenn wir genügend Lava haben, können wir auch straight up zu dem letzten gehen. Oh. Da sagen wir doch nicht nein. Geil. Okay. So. Auf. Wie kann ich denn ein Basic Iron Tier Upgrade? Okay, das könnte ich machen. Oh, ich habe ein Redstone. Zuschauer, kurze Frage. Du bist ja immer relativ gut bewandert in allem. Wie sieht's bei dir mit dem EMC-Mod aus? Hast du sowas schon mal gemacht? Also damit gearbeitet? EMC? Was sind die Mod? Project E, genau das war's. Project. Okay. Wie ist deine Einschätzung dazu? Macht das Laune? Ist das eine coole Mod? Ich, gibt's die jetzt hier unten irgendwo? Da, Project E. The Philosopher's Stone. Oh. Okay, welcome.
Project is all about trading in EMC for items. Can be done via trading items instead. For items. Danke für den Follow, Jimmy for Jay. Ein Katalyst. Okay. Und das heißt also, ich habe dann so gesehen einen Online-Shop, also ich betreibe eBay mit Minecraft. Ich verkaufe Sachen und kann dann für das, was ich bekommen habe, wieder Sachen kaufen. Oder muss ich alle Sachen hinzufügen und kann die dann später für einen EMC-Wert dauerhaft zurückkaufen. Das heißt zum Beispiel, ich verkaufe eine Chest und wenn ich dafür 3 EMC bekomme, kann ich für 6 EMC 2 Chests kaufen oder wie? Ah. Und dann kann ich dann später wirklich dann einfach sagen. Okay. Okay. Das hört sich sehr interessant an. Also ist das wirklich, er lernt das Ganze und ich kann es dann irgendwann, wenn er es gelernt hat, dann für einen EMC-Value zurückkaufen. Ja, die Mod müssen wir uns definitiv mal angucken. Ja, das glaube ich. Glückwunsch, da arbeite ich jetzt auch gerade drauf zu. No.
Steel Dust. Oh, oh. Ist also schon im nächsten Schritt. Sachen funktionieren nicht. Die sind ja mal sowas von nervig. Trader. Ulti. War das nicht Ulti? Trader. Jetzt brauchen wir eine Blume. Ach komm, der kann ja reingehen. Könnte man ja zwischendurch mal gebrauchen. Das mit dem... Aber ich freue mich
dass wir hier so gut vorankommen. Jetzt ist nur die Frage, was zur Hölle läuft mit dem hier falsch? Ja. Wir kriegen Iron raus. Jetzt noch das dazu. Das pinnen wir wieder ab. So. Kann das sein, dass das auf einen Hopper stehen muss? Ja, yeah, I think so too. So. Chest. Oh. So. So. Sticky Piston. Okay. I think... unter dem Koppelgen ein Hopper. Das war die Frage, ob ich mich einfach nur viel zu blöd anstelle. Ach, oben drauf eine Kiste. Okay. Oh mein Gott. I'm an idiot. So I think... oh, I know what to do. Wir machen das anders. Und zwar mit einem Draw. Functional? Ja, hier. Und zwar mit einem Simple Compacting Draw. Der packt dir den Kram direkt in gesteckte Sachen rein. Obwohl, wir können die hier eben abbauen. Draw. Dann brauchen wir den hier. Oh, ein Redstone. Yeah.
Herfus Bolzus Maximus, ey. So. Was haben wir hier gekriegt? I think that's a lot. Also mit dem Compacting Draw ist das natürlich jetzt richtig nice. Können wir einfach uns Sachen rausnehmen und kriegen das direkt. Also, dann der nächste Schritt. So, das nächste. Ich glaube, dieses... Gibt es ein... Magnet ab? Okay.
Storage Pickup Items. So. Ich würde mir, glaube ich, mal eben ganz fixen Kaffee holen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich.
Oh, ich habe euch in die stille Ecke gestellt. Das war nicht der Plan. So. Sachen straight bekommen? Ha, wir haben ihn eingesperrt. Okay. Cool. So, was wollen wir denn jetzt machen? So, ich wollte mal hier eben gucken. Ich
hatte irgendwas dunkle Erinnerung. Genau das hatte ich in Erinnerung. Das heißt... Doch jetzt mal hier... Den hier machen. Nett. So. Ich wollte jetzt mal gucken. Goldbash. Dreckgold. Missing Tape. Gott. Sorry. Das nächste Upgrade freischalten. Und
Wir haben 31 Diamanten, das heißt, wir können eine Runde noch. Ja, dann machen wir das doch direkt. Und ich hatte irgendwas noch im Kopf, dass du mit einem Hopper, glaube ich, automatisch Sachen da hinzufügen kannst. 20 Marken. Der Hammer ist broken. Okay. Das hat nicht funktioniert. Ja, mach mal. Dann lerne ich immer was Neues dazu.
Nice. Also jetzt schon Iron Verdopplung. Nice. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Da bist du jetzt definitiv weiter als ich. Oh, sauber. So. Das weiß ich, das habe ich gesehen. So. So, was wollte ich schon jetzt machen? Ah. So, was brauchen wir denn? Okay, also wir brauchen das Diamanten. Und einen Hammer, Pulver, Iron. Machen wir hier draus erstmal eine. Da mal ein wenig kicken. So. Ah, gut, dass du fragst. Sehr gut, dass du fragst. Moment. Einmal dit. Aber
Ich wollte eh hier noch was einrichten. Das ist sehr gut, dass du fragst. So, Chatbot, Bude, nee, Chatbefehle, Individualbefehle. Befehl zu. Die M. Mal. Dann haben wir es doch wieder einmal so. Ich hoffe, damit konnte ich dir helfen, Zocker. Oh mein Gott, was ist das denn? Super, das freut mir. So. Ah, uns fehlt ein Iron. Dankeschön. So. Das kann raus, das kann raus und das. So. Okay. So, dann haben wir Stufe 1 schon mal geschafft. Wie kriege ich die denn? Okay, Upgrade Base. Dann bauen wir 2 Upgrade Bases. Gott, wie viel kommt da raus? Okay. Okay, also, wir brauchen 2 Upgrade Bases. Den nicht Pack-up, sondern den Kompakter. Okay, 2 von denen und wir brauchen Cobblestone. Oh. Das ist doch jetzt verarsche. Oh.
Okay. So. Jetzt sollte ich aber genügend haben hierfür. So, wenn ich jetzt die beiden... Okay, was ist, wenn wir jetzt hier einfach Cobblestone reinhauen? Das funktioniert leider nicht so, wie ich erhofft hatte. Compacting.
Attack items from place opposite. Ich glaube, ich versuche noch mal den Simple Compacting Draw. Oh mein Gott, wie kam denn dieser Zustand? Okay, das funktioniert nicht. Oh, ich krieg's auch nicht zurück. Moment. Das ist ja ekelhaft. Wer tut denn sowas? Also ich bin sehr gespannt, was bei dir rauskommt. Ich kann mir ein Bildschirm schenken, der sieht aus. Verdammt. So. Enrichment Chamber. Silver. Ah, dann braucht das nicht abgedauert. Okay. Cool. Das macht natürlich Sinn. Man könnte es natürlich auch durch ein... Enrichment Chamber. Thank you.
geschickt ist. It's getting started. Start power plant upgrade. Power lifting equipment is one of the easiest, yes. And an iron furnace. Which water? When placing a barrel on top of miscellaneum and filling it with water, but this can be used to make souls and netherrack and blackstone. Lava can make blackstone and whatnot. On slime, as this one has been changed, the recipe is now adding milk to water onto a barrel. So, done. Okay, dann haben wir jetzt Schleim. Das ist schon mal ganz nice. Und haben wir Seeds. So, was brauchen wir für eine Flare? Oh. Ich glaube, wir stellen doch mal einfach mal eine Flare her. Hatte ich? Da habe ich wohl. So, jetzt brauche ich Sand. Sand. Stellen wir gleich zwei her. Ja, wir stellen zwei her. So, und was brauchen wir denn für Iron Furnace? Ein Stone Iron Furnace Upgrade, okay. Dann haben wir das hier doch auch jetzt gemacht, oder? Oh, nee, haben wir nicht. Dann müssen wir eben warten, bis das fertig ist und dann... Wollen wir ein RF-Tool. Tool. Einen Coal Generator. Was ist das? Ach, Blue Dye. No.
So. Und Kohl. Was war das noch? Goldingots. Damit sollten wir zwei herstellen können. Okay, zwei Redstone Torches. Ich wollte ein Storage. Oh. Zwei Enderperlen. Ja, das kommt dann später, aber das ist ganz nützlich. Farming. Genau, ich habe Milk bekommen. Cow in a jar. Icy, icy baby. Mechanism. Oh, wir brauchen Raw Osmium. Habe ich denn schon? Ich habe Osmium. Scheiße. Oha, Windgenerator. Infuser. Furnace, das sieht ja easy aus, okay. Hier zwei. Basic Circuit Board. Oh, ich brauche vier. Getting started. Oh! Ich habe die zweite Seite nicht gesehen.
Oh. Oh, ich brauch Gold. Verdammt. Verdammt. Dann müssen wir ja auch eine Windmühle bekommen. Wow. 4 Quests auf einmal. Cool. So, das haben wir abgeschlossen. Und hier unten haben wir Mechanism abgeschlossen. Okay. Also bis jetzt sieht das cool aus. Okay. So, das kann alles weg. Das kann das. Jetzt noch. Ich glaube, ich baue erstmal einen Crafter Stufe 1. So, weil jetzt wollte ich hier nämlich was ausprobieren. Und zwar, ich nehme einmal Silber und einmal Sinn. Schmeiß das jetzt beides rein. Sag jetzt New Recipe. Okay, dann. Okay. Wie sieht das denn mit Pebbles aus? Wahrscheinlich dasselbe. Man kann dem jetzt nicht sagen, dass er einfach. Das wäre cool gewesen. Wenn man dann einfach sagen könnte, okay, nimm irgendeins davon, das passt schon. Okay, so. Eine Enrich.
Enrichment Chamber. Der Jason aus dem Impressor. Nein, er will einen Copperhammer haben. Hierfür. Oh, Stahl. Oh oh. Oh. Das ist relativ easy. Obwohl, es gab doch irgendwas mit Enrichment Chamber. War das nicht Eisen und ein bisschen Kohle? Den Ohrhammer habe ich gerade. Ah, die Methode finde ich einfacher. Haben wir dann Steel Dust?
Hey. Hallöchen! Was geht, Lala? Kann ich das auch verarbeiten? Sauber. Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Machen wir das weiter. Hast den Hochofen angeschlossen. Geil. Okay, das habe ich nicht gemacht, aber du hast auch einen riesen Parkplatz gebaut. Geil. So. Zuschauer, ich habe jetzt auch eine Enrichment Chamber. Trip.
Okay, ein Eifer. Oh, fuck. Ja, also bei Foundry ist das ja ganz normal, dass du da alles zuballerst. Das muss aussehen wie ein Parkplatz mit ganz viel Technik drauf. Und du hast ein super Heating-Element hergestellt, Zuschauer. Das ist interessant. Moment. Super. Ah, den hier, das ist super Heating-Element. Also das von... Eine Fackel 1, super Heating 60, ja. So. Bei Lava, okay. Lagerfeuer macht plus 2. Oh Gott. Ja, damit solltest du erstmal gut vorankommen. Gott. Okay. Wie viel brauchst du für Stufe 8? Sind das irgendwo 3.500, 4.500? Thank you.
Ah, Stufe 6, okay. Und wie viele Forschungspakete brauchst du da? Ah, das hält sich ja noch einigermaßen in Grenzen. Oh, genau das wollte ich nämlich nachgucken. So. Hast du das Flaxiv oder hier oben das Mechanical? Flax. Ja, das könnte man mal in Angriff nehmen. Flaxhammer. Okay, wie viel Iron habe ich denn? Das wird nicht reichen. Hammer. Verdammt. Also, dann gucke ich mir das auch mal an. Also das Flax. Also das würde ich dann gleich mal bauen, weil ich glaube, ich habe mit der Mod Autosief gearbeitet, aber nicht mit Flax oder sowas. Oh.
So. Södelö. Okay, wir kriegen das Zeug. Oh, gibt es eine? Oh ja. Freiheit. So. Okay, also die haben wir abgeschlossen, also packen wir uns jetzt das Fischbeck. Die Beine rauf und das sind Upgrade Count. Item Process per Tick. Okay. Das hier sind die passenden Upgrades dazu. Das. Oak bed. Oak berries replant. Or berries? Where? Okay. Okay. Or berries. Interessant. Was fehlt mir jetzt hier noch? Ein Pepper. So. Okay. Jetzt kann ich hier einfach... Krevel reinhauen. Oder kommt das... Ah, ich glaube, das kommt hier. Wo kommt das Gravel rein? Ah, Mesh Slot. Okay. Dann, let's have a taste.
Muss das da drunter gesetzt werden? Oh ja. Nice. Und dann kommt von oben der Input. Okay. Fluxhämmerer. Okay, dafür brauchen wir wieder Sand. Okay, ja, ich werde auch in einer Viertelstunde aufhören, weil ich da dann zu meinen Eltern fahren werde. Und ja, deswegen erstmal vielleicht dann noch heute Abend weiterspielen werde. Mal gucken, wann ich zu Hause bin. Aber ja. Output-Zeit. Output Size hier vorne? Oh. Ah. Okay. Ich wollte mir den Hammer mal angucken. Full. Oh. Wo ist denn hier die Output-Zeit? Nice. Würde ich hier dann auch machen und auch noch Upgrades reinpacken. Okay, was ist, wenn ich jetzt den hier nehme? Funktioniert das auch?
Oh. Guck dir den Crusher an. Ich glaube, der nächste Schritt ist der Crusher. Da können wir ja hier den Hammer komplett vergessen und nehmen einfach den Crusher dafür. Voll geil. Ja, ich glaube, da würde ich den hier dann verwenden. Also, den Draw. Nimmst du drei Crusher oder so, die unterschiedliche Sachen anfordern. Ja, obwohl du könntest die Crusher eigentlich stapeln, weil die können ja auch einfach nach unten den Output geben. Dann hast du und jetzt kommt's. Den hier nutzen wir zum Speichern und wir können über Pipes einen Filter hier ransetzen, der nur den Stone rausnimmt für den Hammerer. Das heißt, wir würden den dann für das Sieve meine ich. Packen wir hier eine Pipe zwischen, dann kommt das Sieve und dann zieht er sich nur Gravel raus. Aber hier oben kann kompakt rausgezogen werden in die Maschinen rein. Das heißt, der Crusher wird da viel effizienter arbeiten, weil er dann Oh, cool. Das hört sich gut an. Ja. Okay, dann wissen wir, was wir jetzt bauen müssen. Ja, ich glaube aber, das müsste man dann testen. Ich vermute, dass der Crusher schneller ist als der Hammerer. Oh, und hierfür müssen wir alles das bauen. Und später könnte man dann mit Applied oder Refined das Ganze dann so anschließen. So, der Crusher ist auch easy zu machen. Deep. Wie kriege ich denn Deep Slate? Okay, kriege ich den Kopf? Crusher. Seite. Wow. Extractor, Igneous Extruder, Packed Ice, Block Conversion. Kriege ich Deep Slate noch irgendwie anders? Flux Compactor. Okay, da kann man die Pebbles. Ah, okay. Dann ja, machen wir das mit dem Hammer. Aber der kann ja trotzdem hier so stehen bleiben und zieht sich dann aus per Filter das dann raus.
Und Buch. Da. Efficiency. Denn schneller an Redstone an. Sie. Red Sand. Und Dust. 6. 9. 10. 12. 12. 14. Red Sand. Wie kriegen wir denn Red Sand? Crush, also Rack. Oh, wie kriegen wir denn Desert Rack? Water plus Lava. Okay, also weg. Okay, und Kneos Extruder. Okay, wie stirbt den denn? Oh Gott. Nee, leider nicht. Also, entweder nimmt man dafür ein, ein Crafter, oder du brauchst halt den Flux-Kompaktor, der kompaktet alles Vierer, was der reinschmeißt. Ja, der Crafter ist drinne. Oder halt, wie gesagt, den hier, der hat ein internes Inventar und packt das dann alles zusammen, da müsste man dann mit einem Item-Filter ran. Und dann könnte man weitergehen, dann in die Enrichment Chamber zum Beispiel rein. Jo. Ah, okay. Ah. Also ist wahrscheinlich ein Crafter einfacher, der nur einen gewissen Input hat. Bis später vielleicht nachher irgendwann. Ich muss mal gucken, ob ich noch online komme oder nicht. Aber das ist eigentlich der Plan. Aber ich kann leider nichts versprechen. Aber schönen Tag, Abend dir noch. Und dann sehen wir uns spätestens morgen vor oder Nachmittag und sonst Sonntag, da bin ich eigentlich wieder vollständig am Start. Dankeschön. So.
Ja. Das wollte ich gerade machen, für... wie heißt das gleich noch? Für das, damit ich Redstone bekomme, damit ich die Pipes herstellen kann. Jetzt ohne Flachs? Dankeschön. Oh. Also herzlichen Dank für den Tipp. Oh. Oh ja, das tat richtig weh. Thank you.
So, dann machen wir jetzt noch den letzten Rest. Ja, zwischendurch hat man einfach nicht diesen Gedankengang, das umzusetzen. So. Oh. Ha. So. Ja, ich muss jetzt auch gleich los. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein. Und schönen Abend dir. Und ja, vielleicht bis später. Genau, dann können wir ja mal weitermachen hier. Ja, und in dem Zuge werde ich mich auch verabschieden. Ja, wir haben ein bisschen was geschafft. Mehr gelernt als geschafft, würde ich sagen. Oh. Aber ja, so können wir jetzt erstmal weiter starten und eventuell vielleicht heute Abend dann noch mit einem automatisierten System loslegen. Da muss ich mal gucken, wie ich das umsetze. Ich will aber auf jeden Fall hier irgendwas ransetzen, dass das dann später dort aufgebaut wird auf einer Plattform oder so. Dass dann das Cottage hier in der Mitte eigentlich so bestehen bleibt. Hübsch aussieht und außenrum dann die Welt untergeht in Maschinen und so weiter. Aber ja, für heute war's das dann jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen angenehmen Tag noch und dann würde ich sagen, eventuell sehen wir uns heute Abend und sonst dann morgen Nachmittag wieder. Haut rein, habt einen schönen Abend und dann auf Wiedersehen. Cheerio und auf Wiedersehen. Ciao.